Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir weiter mit meiner Declutter-Reihe. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr neu hier sein solltet, hier dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde mich sehr über ein Abo freuen und dann legen wir los mit dem Video. Let's go! Jo, und dann würde ich sagen, baue ich das Setting jetzt um und wir kümmern uns um meine Tops, sommerlichen Tops, dünne Pullover, sowas in der Art. Alles, was ich in einer Schublade aufbewahre. Und alles, was ich aussortiere, wird vermutlich zu 99,9% auf meinem Vinted-Account landen, den ich auch unten in der Infobox verlinkt habe. Also falls ihr da drüber möchtet, würde ich mich auch freuen. So, der Anfang macht dieses Sommertop und das bleibt auf jeden Fall, ist von Free People. Ich liebe es. Ich liebe im Sommer rückenfreie Tops. Deswegen bleibt das zu 100% bei mir und mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen. Und das nächste Top, ähnlich wie das andere geschnitten, ein bisschen anders. Das hier ist von Forever 21 gewesen und es bleibt definitiv auch bei mir. Ich mag die Farbe davon und wie das andere auch, rückenfrei, liebe ich im Sommer. Dieses Top hier ist auch von Free People. Ich finde die Idee hinter diesem Top eigentlich ganz schön. Es ist nämlich hier an der Seite mit drei Schleifen zuzumachen. Also man kann es auch off-shoulder tragen, so wie jetzt. Oder man macht die Träger halt hoch. Erste Sache. Ich merke irgendwie immer mehr, ich bin kein Freund von Rüschen. An anderen sieht das so schön aus. Aber irgendwie, wenn die dann an mir sind, also so, hier geht's noch, aber wenn das hier vorne ist, mag ich das irgendwie gar nicht. Das hier geht noch klar. Aber so ein großer Freund davon bin ich auch nicht. Und es ist wahnsinnig schwer, die oberste Schleife zuzumachen. Also ich muss diesen Arm ganz weit nach hinten machen, damit ich da eine Schleife binden kann. Ist ein bisschen schwierig anzuziehen. Und ich glaube, das ist das erste Teil, was rausfliegen wird. Jetzt ein Teil, was ich mir secondhand gekauft habe. Es ist von Pull & Bear. Ich finde es ganz cute, aber ich habe es nicht getragen. Es hat schon so ein bisschen Steampunk-Vibes. Für irgendeinen Steampunk-Look könnte ich es mir auch vorstellen. Aber ich glaube, ich werde es aussortieren, weil es irgendwie nicht perfekt ist. Es ist cute, ja, aber irgendwie greife ich nicht dazu. Ich kann nicht sagen, warum. Dann noch ein Top, was ich secondhand erworben habe, was aber auch von Pull & Bear ist. Das hier mag ich viel lieber als das vorherige und das bleibt auch bei mir. Das habe ich auch schon ein paar Mal getragen. Mit den Knöpfen hier vorne finde ich ganz schön, dass die so Holzoptik sind. Also es hat auf jeden Fall so Boho-Vibes mit dem Knoten hier. Ist auch ganz cute. Dann habe ich jetzt zweimal das gleiche Top. Einmal in diesem Neon-Pink und einmal in Weiß. Es ist exakt dasselbe Top. Gab es mal bei H&M und ich liebe diese beiden Tops. Ich war irgendwann in einem Declutter-Video mal überlegen, die auszusortieren. Aber ich werde sie behalten. Ich habe einen Fusselrasierer, da muss ich auf jeden Fall über das weiße Top drüber gehen. Und vielleicht auch ein bisschen hier, weil das hätte ich noch nicht so oft an. Bei dem weißen Top ist es ein bisschen schlimmer. Aber dieser Fusselrasierer macht echt einen guten Job. Und ich bin so froh, dass ich diese beiden Tops nicht deklattert habe, weil vor allen Dingen das Weiße habe ich letzten Sommer sehr häufig getragen. Ich glaube, zu diesem Free People Top muss ich nicht viel sagen. Das bleibt auf jeden Fall. Zu diesem Top muss ich, glaube ich, auch nicht viel sagen. Das ist von Hollister. Das habe ich mir auch erst so Herbst, Winter rum irgendwie gekauft oder Ende Sommer. Und ich liebe es. Also es ist sehr schlicht, in Weiß gehalten, mit schwarzen Punkten drauf, also sehr kleinen schwarzen Punkten. Und ja, ich meine, das kann man schick kombinieren, sportlich. Ist so ein Frühlingsteil. Ich glaube, im Sommer würde ich es nicht unbedingt tragen. Vor allen Dingen nicht, wenn es besonders heiß ist, bei Polyester. Dann hätte ich dieses weiße Top hier. Ist auch relativ schlicht gehalten. Was hier sehr gut ist, die Ärmel rutschen nicht von sich aus selber so krass hoch, wenn man mal so macht. Das finde ich an dem Top ganz nice. Aber um ehrlich zu sein, ich habe vergessen, dass ich es besitze. Ich habe das früher so oft angezogen für Fotoshootings, für Instagram, wenn ich nicht wusste, was für ein Top, weil weiß, es geht immer. Aber irgendwie trage ich es nicht so gerne. Aber ich glaube, das hier werde ich aussortieren. Welches Oberteil auf jeden Fall bleiben darf, ist dieses hier. Das habe ich diesen Sommer absolut gefeiert. Es ist ein bisschen kurz, deswegen habe ich so ein Bralette drunter, was mir egal ist, ob man das sehen kann, weil für mich wäre das auch so eine Top oder so. Und hier, eigentlich ist es ein Sportoberteil. Dann habe ich jetzt so einen Top, wo man auf jeden Fall was drunter anziehen sollte, you know.
Ich glaube, dieses schwarze Teil wird in meine Cosplay-Schublade wandern, beziehungsweise meinen Cosplay-Kleiderschrank. Ich habe da so ein Abteil, wo nur meine Cosplays rumliegen. Jo. Wegtun möchte ich es ungern, weil es doch schon relativ cool ist. Und ich will es jetzt auch nicht mit diesem Teil hier drunter kombinieren. Also wenn was Schwarzes noch drunter oder irgendwie, keine Ahnung. Also die Kombination gerade ist Mist. Aber ja, es bleibt bei mir, aber es wird, glaube ich, zu den Cosplay-Sachen wandern. Gleiche Top habe ich auch noch in diesem Mint-Grünton, was ich persönlich ein bisschen schöner auch finde. Auch jetzt gerade, wie es in der Kamera aussieht, das Schwarze. Das ist halt so ein krasser Kontrast zu meinem sehr, sehr hellen Hautton. Keine Ahnung, ob das deswegen so krass aussah für mich. I don't know. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich es behalten möchte. Und dann habe ich nochmal so ein ähnliches Mesh-Top, ein bisschen anders jetzt geschnitten. Das liegt enger am Körper an, weil es hier unten auch nochmal hier so einen Bund hat, dass es eben eng anliegen soll. Das habe ich relativ oft getragen mit einem Bikini-Oberteil unten drunter in weiß. Ich muss sagen, ich mag es. Aber mittlerweile ist dieses Top auch nicht mehr rein weiß, you know. Ich weiß auch nicht, ob man das bleichen kann, weil ich habe auch hier alle Zettel rausgeschnitten, weil obviously it's mesh. Man sieht einfach alles durch und hier, deswegen blöde Zettel möchte ich da nicht unbedingt haben. Ja, ich glaube, es war aus Polyester, Elastan, sowas. Ich weiß nicht, ob man das weiß nochmal bleichen kann. Das ist vielleicht ein Kandidat, wo ich gerade eher dazu tendiere, ihn wegzutun. Und dann habe ich dieses Top, was auch so mesh-artig ist. Dadurch, dass aber so viel Action auf diesem Top ist, merkt man das von weitem kaum. Ist obviously pretty fun print. Und ja, ich mag dieses Batikmuster auch von Blau, Rosa und Gelb. Die Farben finde ich relativ schön von der Kombination her. Und ich glaube, ich behalte es. Ich weiß aber auch, dass das hier nicht mein Favorite Top ist. Aber irgendwie, es macht gute Laune, wenn ich es anhabe. Dieses Top hier finde ich auch richtig, richtig schön. Hat auch so Boho-Vibes. Passt perfekt auch zu meinen braunen oder der rostroten Latzhose, die ich habe. Was ich in diesem Top ein bisschen schade finde, ist es halt aus Polyester. Es ist super dünner Stoff. Man kann durchsehen. Also man muss was drunter anhaben. Aber dadurch, dass es aus Polyester ist, ist es für mich persönlich schwierig, das perfekte Wetter zu finden, wann ich dieses Top anziehe. Entweder es ist zu kalt oder es ist zu warm. Das finde ich ein bisschen schade. Ich behalte dieses Top auf jeden Fall. Ich habe es auch getragen dieses Jahr. Und es lässt sich auch ein bisschen schicker kombinieren, you know. Dann habe ich hier ein T-Shirt-Top, von dem ich gedacht habe, als ich es mir über Vinted geholt habe, dass ich es extrem abfeiern würde. Ihr erinnert euch doch bestimmt an das eine Kapuzenoberteil, was hier eben keine T-Shirt-Ärmel hatte, you know. Das feiere ich übelst ab. Aber da das hier T-Shirt-Ärmel hat, habe ich es bisher noch nie angezogen. Ich bin am Überlegen, entweder die Ärmel abzuschneiden oder das Top wieder weiterzugeben. Weil ich finde es schon cool, auch mit dem hier, dass man das dann, was weiß ich, man kann es locker tragen, wenn man es möchte, oder eben nicht locker, ob ich es wirklich weggebe. Dann habe ich mein Iconic Pummeluff T-Shirt bzw. Crop Top. Pummeluff ist eines meiner Lieblings-Pokémon bzw. eigentlich eher Knuddeluff. Aber von Knuddeluff gibt es so gut wie gar kein Merch, deswegen Pummeluff, die Vorentwicklung von Knuddeluff. Und ich mag das Top. Ich habe es schon, keine Ahnung, ultra lange. Ich bin auch schon als Pummeluff-Trainer auf Conventions gegangen und so. An diesem Top hängt so ein bisschen mein Herz auch dran, aber irgendwie so getragen. Letztes Jahr habe ich es gar nicht. Ich bin fast zum Überlegen, mich davon zu trennen. Dieses Top hier habe ich von Vinted. Wollte jemand mit mir tauschen und der hat halt dieses Top und ich glaube, ich habe mir damals noch eine Kette ausgesucht mit einem Haifischzahn dran. Hier, die Kette behalte ich auf jeden Fall. Das Top hier, ich finde es cool. Es hat so Vintage-Vibes. Ich dachte auch so für Piraten-Look oder irgendwie sowas, you know. Oder halt irgendein Cosplay in ein
edleres Kostüm stecken, weil mit den Rüschen hier und so würde auch passen. Dann noch ein Blazer drüber oder sowas, you know? Was mich an diesem Top aber extrem stört. Das hier müsste weiter ausgeschnitten sein. Es nervt mich einfach, wenn nicht. Ich spüre das die ganze Zeit und das nervt mich einfach nur. Ja. Deswegen gebe ich dieses Top weiter. Welches Top aber wiederum bleiben kann, ist dieses Top hier. Es ist auch wieder so eine Art Piratenhemd-Vibe. Zumindest habe ich die davon. Und hier, das könnte man auch super für so medieval, mittelalterliche Cosplays kombinieren oder eben irgendwas Piraten-Steampunk-mäßig, you know. Und dann habe ich dieses Crop Top hier. Das ist ein bisschen was anderes. Hat so ein bisschen Blazer-Vibes durch den Stoff und das Muster auch. Was ich richtig cool an diesem Top finde, ist eben halt der Rücken. Da ist eine große Schleife und dann ist es komplett rückenfrei. Und eine super schöne Vintage-Bluse, die ich auch secondhand erworben habe über Vintage. Liebe ich. So Vintage-Teile finde ich irgendwie mega, mega cool. Gerade sowas hier, was so ein bisschen mehr so eben Piraten-Vibes hat. Jetzt würde es wirklich aus einer anderen Zeit-Epoche stammen, you know? Solche Pieces mag ich mega, mega gerne. Und das bleibt auch bei mir. Jetzt habe ich ein T-Shirt-Kleid. Oh, ich glaube, man sieht es gar nicht. Es hat T-Shirt-Ärmel. Ja. Ich bin nicht der allergrößte Fan von T-Shirt-Ärmeln. Was ich an diesem Teil hier halt mega cool finde, ist so richtig oversized. Obwohl es jetzt meine normale Größe ist, aber der Schnitt ist eben extrem oversized. Aber ich habe es letzten Sommer auch getragen. Aber ich glaube eher, weil der Sommer so meh war. Ich mag es schon an mir, es ist halt super easy, wenn man mal so gar keinen Bock hat, ziehst halt das Ding hier an und musst über nichts mehr Gedanken machen, bist angezogen, fertig. Ich weiß auch, dass ich dieses Teil letzten Sommer getragen habe, wo es mir mal eine Woche oder so nicht so gut ging. Da habe ich einfach das hier angezogen, weil es mir einfach vollkommen egal war, wie ich rumgelaufen bin. Ich glaube, wenn das so ein Crop Top wäre, würde ich es ein bisschen mehr fühlen, aber ich glaube auch, ich würde es eher einfach auf Vintage draufsetzen, bevor ich jetzt einen Crop Top draus mache und dann sage, nee, gefällt mir auch nicht. Wegen auch T-Shirt-Ärmel, you know. I'm not the biggest fan of that. Ich mag im Sommer lieber halt so Tanktops, Sachen, die gar keine Ärmel haben. Gut, ich mag auch das Streifenmuster dunkelblau und weiß, mega nice. Ich bin noch ein bisschen überlegen, das vielleicht für einen Cosplay-Look zu verwenden. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Aber ich glaube, es kommt weg. So, aber wir haben jetzt, glaube ich, die sommerlichen Oberteile abgehakt. Und jetzt kommen Turtlenecks, dünne Sweatshirts und sowas. Das hier habe ich mal secondhand erworben. Ich mag die Farbgebung mega gerne, aber ich trage es eigentlich gar nicht. Ich finde die Farbgebung halt mega, mega schön. Ich mag das Streifenmuster mega gerne. Ist ein schöner Pulli. Aber not made for me. Welchen Pulli ich aber mega feiere, ist dieser Pullover. Der bleibt definitiv bei mir. Diese Farbe, so ein Oliv-Matsch-Grün-Gelb-Ton. I don't know. Ein bisschen schwierig zu beschreiben. Diese Farbe ist auch relativ unique. Gibt es nicht oft zu finden, so eine Farbe hier. Aber den trage ich relativ gerne. Aber das Zeitfenster, in dem ich diesen Pullover halt trage, der halt ein dünner Pullover ist, ist relativ gering. Also so Ende Sommer, Anfang Herbst, dann trage ich ihn und dann wieder so Frühling zum Sommer hin. Ja. Ich bin einfach nicht der Typ fürs Layern. Viele machen das im Winter, ich nicht. Habe ich noch nie getan und ich glaube auch, ich werde damit nicht anfangen. Aber der bleibt bei mir, den mag ich mega gerne. Ist einer meiner öftesten getragenen dünnen Pullover. Diesen Pulli mag ich auch mega, mega gerne. Den habe ich irgendwann mal secondhand erworben. Er hat irgendwo vorne, ja, hier vorne ein winzig, winzig kleines Loch. Das seht ihr in der Kamera überhaupt nicht. Falls man das überhaupt gesehen hat, was ich hochgehalten habe. Ich liebe diese Farbe vom Pullover. Ich habe den auch secondhand erworben, falls ich das nicht schon gesagt habe. Ich habe gerade komplett vergessen, was ich bereits gesagt habe.
Ich mag die Farbe, ich mag den Fit vom Pullover her und der bleibt auch bei mir, trotz des inzi-winzi kleinen Loches, das er hat. Weil wenn ich diesen Pullover mit einer Latzhose trage, was ich sehr gerne in Kombination trage, da ich Latzhosen liebe, sieht man dieses Loch nicht. Also warum sollte mich das in irgendeiner Weise stören? Und der dritte Pullover von den dünnen Pullovern, die ich mega gerne trage. Ich liebe die Farbe. Ich mag das Gefühl vom Pullover. Er ist außen mega, mega weich. Innen drin nicht so weich, muss ich ehrlich gestehen. Aber außen ist er halt super weich, kuschelig. Und hier trage ich auch sehr, sehr gerne. Wird auch sehr häufig getragen. Ja, und die Pullis, die jetzt alle kommen, sind auch fast alle Turtlenecks. Und die ruinieren das hier oben auf jeden Fall komplett. Das hier ist ein Turtleneck von Zara in Creme. Ich mag es, ich trage es aber selten. Es wird schon ab und an mal getragen, aber wie gesagt, selten. Es ist sehr dünn. Es ist kuschelig, aber eben halt auch dünn. Und wie gesagt, ich bin kein Layering-Typ. Es ist schön. Und ich denke, es bleibt doch, aber ich bin immer überlegen, das zu Cosplay-Sachen zu tun. Gerade wenn ich ein männliches Cosplay mache, also einen männlichen Charakter, die haben sehr häufig irgendwie einfach nur ein schlichtes, weißes, cremefarbenes Turtleneck oder ein T-Shirt oder eben in Schwarz das Ganze, you know. Deswegen sind, glaube ich, männliche Cosplays auch so einfach und so beliebt. Weil sehr viele Cosplayer machen männliche Charaktere, weil die eben sehr basic, einfache Klamotten haben. Das Einzige, was dann richtig auffällig ist, ist deren Frisur. Ich bin gerade erstaunt. Das ist das gleiche Turtleneck wie gerade eben das. Auch von Zara in der gleichen Größe. Aber das hier sitzt irgendwie weiter, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das andere in der Wäsche eingelaufen. Denn ich kann mich nicht erinnern, das hier getragen zu haben. Das hier kommt nämlich weg. Und tada, nochmal ein Turtleneck von Zara. In rosa diesmal und das wird auch gehen. Ich trage es einfach nicht. Ich mag die Farbe richtig gerne davon, aber ich glaube, ich bin irgendwie nicht der Freund von diesem Turtleneck. Obwohl ich das hier am Arm mega cool finde, auch dass es so weit geht und so. Aber ja, kurz und schmerzlos, es wird geklattert. Welches Turtleneck ich aber wiederum ganz schön finde, ist dieses hier. Das ist ein sehr dunkles Rot. Je nachdem, manchmal in der Kamera sieht das auch sehr, sehr schwarz aus. Ich hatte das nämlich mal bei einem Spooktober-Video an, hinter meinem schwarzen Hintergrund. Und ja, es sah einfach nur noch aus, als wäre ich ein schwebender Kopf mit schwebenden Händen, weil dieses Shirt eben sehr, sehr dunkel ist. Aber das mag ich ganz gerne und das bleibt auch bei mir. Und dann habe ich diesen Naketano-Pullover, den ich mal von meiner Mama bekommen habe, weil sie sich in der Größe vergriffen hat und ihr da nicht gepasst hat. Und dann hat sie ihn mir gegeben. Ich muss sagen, es ist dieser dünnere Naketano-Pullover. Also ich weiß nicht, falls ihr einen zu Hause habt, kennt ihr das vielleicht. Aber ich finde es extrem krass, wie warm dieser dünnere Naketano-Pullover ist. Nur mal so am Rande erwähnen. Meine Mama hatte nämlich auch noch eine Jacke von Naketano, die ich aber für sie über Vinted verkauft habe. Und die Jacke war ihr so warm, dass sie sie einfach nie angezogen hat, weil die Jacke viel zu warm war. Also irgendwie, was machen die mit ihren Klamotten, dass die sehr, sehr warm halten? Es ist definitiv mal eine andere Farbe. Also ich mag die Farbe blau eigentlich, aber ich habe so gut wie gar nichts Blaues in meinem Kleiderschrank. Nur sehr wenige Stücke, was ich irgendwie ein bisschen erschreckend finde, wenn ich darüber nachdenke. Aber I don't know. Ich finde die Farbe schön, ja. Ich trage diesen Pullover aber so gut wie gar nicht. Und ich glaube, deswegen werde ich den noch aussortieren, weil ich ihn eben nicht trage. Und der letzte dünne Sweater. Er hat Daumenlöcher, was ich ganz cool finde. Und der Rücken ist mega nice. Ich liebe dieses Oberteil vom Schnitt her. Es ist ultra cool. Ich mag die Kapuze, alles daran. Aber die Farbe. Grau ist einfach sowas von gar nicht meine Farbe. Ich habe, glaube ich, das ganze Jahr über nichts Graues getragen, weil ich es absolut nicht mehr sehen kann. Und
Ich könnte schauen, ob ich den hier vielleicht umgefärbt kriege. So ein Rostrot oder sowas in der Art. Oder mit Gelb drüber. Aber ich glaube, mit Gelb drüber wird scheiße. Naja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil eigentlich finde ich das Oberteil mega cool. Gerade auch wegen dem Rücken. Aber wenn ich mich dagegen entscheide, es umzufärben, dann landet es definitiv auf Vinted und wird deklattert. Und damit haben wir diesen ganzen Wust hier auf jeden Fall deklattert. Yay! Ja, aber das war's dann auch mit diesem Deklatter-Video. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ihr könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.